Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Oh, und die tägliche Herausforderung startet automatisch. Da schauen wir mal. Was ist das denn? Ist dann zurückgelegt. Ah, in Fuß. Gekochtes, saftiges Fischfilet. Leguane gehäutet. Personen in Not geholfen. Präriemond gesammelt. Okay. Kopfgeldjäger. Zwei da abgeliefert. Okay. Und mehr als eine. Ja, das wird wohl nix. Große Tierkadaver, mittelgroße und perfekte. Halleluja. Das dauert ja dann ewig. Oh, Schnapsfläschchen trinken, Tarotkarten finden. Und verlorenen Schmuck. Eine Spezialsorte hergestellt. Giftigen Schwarzgebrannten. Und, okay, an der Basel wird auch nichts. Etwas und legendäre Tiere fotografiert. Dann holen wir erstmal die Post ab. Und schauen mal. Was die Madame diese Woche sucht, oder? Na, schauen wir mal ins Täschchen. Aha. Sonst braucht man den nie, ne? Ja, da haben wir ja schon mal einen Satz zusammen. Das klingt doch schon mal gut. Da seht ihr, saftiges Fischfilet habe ich nämlich gar nicht. Machen wir uns da mal einen von. Und dann fahren wir, glaube ich, erstmal eine Ladung weg. Denn genau, sonst können wir hier gar nichts spenden. Alright, my friend. Time to make some money. Here's another batch ready to go. Sure feels good. It wasn't easy. I've cut myself so many times, it's a miracle I've got any blood left in me. Anyway, got a local buyer lined up, so should be an easy run for you. So, es ist noch früh am Tage, also ich bin noch nicht so richtig wach, aber das kennt ihr ja schon. Wie gesagt, wenn wir nichts ausliefern, können wir ja nichts spenden. So, Knarre haben wir. Dann starten wir mal entspannt in den Dienstag. Oh, ich habe den Hund nicht gestreichelt. Das muss ich gleich noch nachholen. Das habe ich gestern, glaube ich, auch vergessen. Mann, bin ich froh, dass es nicht so weit weg ist hier. Ich dachte schon, den Hasen da unten erwischen wir gleich. Die laufen einem so oft vor den Wagen, das gibt's gar nicht. Ich würde sagen, normalerweise hört man jetzt den Zug hier. Und schon die Ballerei. Oh, 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 oh. Versuche ich hier mal drüber abzukürzen. So, die Spezialsorte ist hergestellt. Die haben wir ja gestern noch angeschmissen. So, dann räumen wir mal hier mit auf. Sag mal.
Jetzt kommen sie aber. Ah ja, nicht so Bock drauf, Leute. Das sind immer so viele oder bin ich heute einfach nur zu langsam? Bisschen Glück. Boah, fangen wir mal da oben an. Haben die ja Sammlerstücke dabei und vielleicht sogar eine Tarotkarte. Nee, heute nicht. Schade, schade. Aber ein Schnapsfläschchen. Übersehen, nein, 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 die liegen da nur so. Sehr gut. So, dann war giftigen Schwarzgebraten hergestellt, das können wir gleich mal machen. Eine Schnapsflasche trinken, das können wir auch mal machen. Und Händler, wie gesagt, das mal nachher in Ruhe machen. Hauen wir uns den hier mal rein. Reiten wir erstmal zurück ins Lager. Heute gar nichts. Bei mir schauen. Auch nichts. So, auf dem Rückweg, da reite ich mal eben die üblichen Ecken ab hier. Anderes. So, das sind mittlere Tierkadaver und gleichzeitig perfekt. Aber wenn das dran binden würde, dann wären wir schon fertig hier. Sind, denke ich, dann können wir die erste Versorgungsmission machen. So, jetzt brauchen wir gleich noch ein großes Tierchen. Schauen wir mal. Wollte aber eben hier oben schauen. Da höre ich schon die Ziege. Und da hört man es auch schon knuspern.
So, die nehmen wir nämlich auch noch mit. Ja, das gibt natürlich Punktabzug. Also ich denke, hier liegt eine Tarotkarte. Da ist er. Schwarzgebrannter. Den pfeffern wir einfach weg. Und dann checken wir da mal eben die Ranch. Also wie gesagt, so quasi die üblichen Verdächtigen hier. Heute gar nichts. Nicht mal Schmuck. Okay, aber nicht mal schwarzgebrannter, geschweige denn Schmuck. Hier steht noch Gin. Gar nichts. Ja, das hatte ich lange nicht. Was quietschen. Oh, da seht ihr sie, oder? Oh, wo ist die letzte? Da hinten. So, Ratten satt für die Tasche. Denn das wisst ihr ja, da habe ich gerne die Taschen voll. Mit kleinen Viechern. Da oben hört man schon die nächste Tarotkarte. Ja, Wahnsinn, ne? Wie viel hier heute liegt. Also wie viele Ratten hier drin waren. Dauert das Einsammeln ja ewig. Aber hilft nichts. Sparen wir uns die Zeit beim nächsten Mal. So, dann holen wir uns die nächste Tarotkarte. Stunden handeln, ne? So. Oh, was sitzt da? Taschenhörnchen. Mit. Oh,
Hoffentlich kriegen wir das überhaupt alles unter hier. We're ready to go. Na, die bringt uns okay, ja nicht so weit. Was halt. Very nice. Und die beiden Perfekten hier. Good stuff. Und dann würde ich sagen, stellen wir das lieber. Dann müssen wir nämlich selbst fahren. Müssen wir ja nicht jetzt spenden. Ist jetzt perfekt. Ja, komm, egal. Wir checken mal eben hier die Hütte. Waschbärchen. Moin. Hier ist heute auch nichts. Nur die Arznei. Was heißt nur, ne? So, den nehmen wir auch noch mit. Hoffe ich. Ja, muss ich ein bisschen besser dran sein. Nein, besser. Oh, da ist die Madame. Machen wir da erstmal das. Das ist ja richtig gut. Aha, you found me. Have a look. Have a look. Alright. Drei Sätze. So, soll ich vielleicht erstmal gucken, wie viele Sätze ich schon abgegeben habe. Da ist es 10. Dann können wir die anderen einfach so raushauen. Let's see the fruits of your labor. Ja, das ist ja super. Das war ja mal zur Abwechslung einfach hier. So, was haben wir da? Da ist er. Den brauchen wir. Oder die. Aber ich treffe die heute nicht so. So. Jetzt wird's knapp. Können wir noch abgeben und dann war es das hier mit Spenden, denke ich. Dann ist das nämlich voll da oben. So, dann kann er erstmal nachher arbeiten. So, 7 Sachen im Wildnislager und den schwarzgebrannten. Machen wir jetzt mal eben. Ist noch ziemlich früh. So, die Entfernung haben wir auch erledigt. Soll ich vielleicht mal Betäubungsmunition machen? Am besten mit Mohn. Denn wir sollen nachher noch Mohn sammeln. Wie ändere ich denn hier das Rezept? Wir verballern erstmal die hier. Dann haben wir schon mal 3 Sachen fertig. So, und jetzt machen wir mal eben ein bisschen hiervon. Dann können wir da ja den Mohn auch sammeln.
Was will man damit sonst machen? Den haben wir auch noch. Und dann schauen wir mal an der Ranch vorbei hier. Da irgendwo noch eine Tarotkarte finden. Nö. Aber mit ein bisschen Glück. Oder seht ihr das, was wir erledigt haben? Wenn ihr wohl eine Tarotkarte finden. Oh, da ist er. Der legendäre Bison. Da wollen wir den mal fotografieren. War doch fotografieren, oder? Hab ich's wieder. Ich merke mir ja nichts, ne? Oh, 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 oh. Da ist er. Das war simpel. Ja. Was machen wir jetzt? Nehmen wir den mit oder nicht? Oder sollen wir irgendwie betäubte Tiere wieder flott machen? Nee, 24 Stunden hier getötet. Ja gut, das wird ja eh nichts, ne? Dann holen wir uns das Fell. Obwohl, vielleicht ist es mal besser, Röbchen zu ziehen hier. Mein Gott. Sind wir mal nicht so. Dann gucken wir mal eben, ob da hinten noch der Tarotkarte ist. Nee, oder? Nein, da oben liegt nichts, aber hier ist was zum Ausbuddeln, denke ich. Verlorener Schmuck, glaube ich, ne? Genau, verlorenen Schmuck gefunden. Oh, das war sogar einer. Aber dass hier sonst nichts ist heute, das gibt's doch gar nicht. Oh, hier ist ja manchmal auch was versteckt. Aber ich merke nichts. Oh doch, da ist sie. Da ist sie. Tarotkarte, die ich brauche. Hier liegt sie. Oh, erledigt. Oh mein Gott, was macht mein Pferd hier? Also, was ist denn hier los? Was stimmt hier gerade nicht? Ja, dann. So, dann öffne ich mal lieber eine Karte für den verlorenen Schmuck, denn ich habe keine Lust, mich hier. Geht wieder nicht. Augenblick warten. Mich dumm und dämlich zu suchen. Jetzt brauchen wir nur noch zwei.
das war super. Das ist aber kein schönes Wetter, ne? Ah, der Kollege kann auch weiterarbeiten. Sind wir gerade oben links. Die Vorräte sind eingetroffen. Boah, was ist das für ein Wetter? 9 Grad und Regen. Nach die Uhr, 25 Minuten. Hütchen ist das bestimmt, ne? Nö. Ich dachte, das wird dann jetzt auch rumliegen. Soll auch niemand denken. Was wir gebrauchen können. Also, dann das Teil raus. Ah, hier. Nee, 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 was ein Wetter. Das wäre nicht schön. Ja, ich denke, wenn wir das erledigt haben, dann machen wir erstmal einen Cut. Dann machen wir den Rest in der zweiten Folge. Sag mal. So, irgendwo sein. Ah, hier, meine Güte. So. Was fehlt uns dann noch? Dann fehlen uns nur noch zwei Sachen, ne? Und das können wir dann hier mit dem Händler erledigen. Wobei man ja ehrlich sein muss, das würde ich ja in eine Folge kriegen, oder? Hab ich doch richtig gesehen, oder? Herausforderung. So, zwei Stück fehlen uns noch. Das heißt, große Tierkadaver, mittelgroß und perfekt. Ja, das... Wisst ihr was? Das schaffen wir alles in einer Folge heute. Der Kollege jetzt arbeitet. Oh nee. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Das würde mir ja... Ein perfekter Hase oder so würde mir reichen. Also zwei. Ja auch tun. Hm.
Männchen hier, das ergibt ja alles keinen Sinn. So, wer ist er? Er ist nicht perfekt. So, was haben wir da? Auch nicht perfekt. Da sind sie. Oh, da ist. Seht ihr den weißen Punkt? Da ist ein Hund, da werden wir mal hinterher gehen. Was der für uns hat. Und da müssen wir aufpassen. Manchmal locken die einen tatsächlich in eine Falle. So, was haben wir denn da? Ach da! Ja, das ist ja super. Meist ist da eine Schnapsflasche drin. Absinth. So. Der Hund aber gut gemacht, oder? Drehen wir jetzt mal die Heimreise an. Und ich kriege die beiden Perfekten dann noch unter. Und dann schauen wir mal, da seht ihr schon. So, mittelgroß, unperfekt. Ja, damit. So, alle neun Rollenherausforderungen in knapp 33 Minuten erledigt. Dann den Hund mal streicheln. Jawohl. So, das ging ja relativ einfach. Und jetzt gucken wir mal, was fehlt. Gewürztes, saftiges Fischlewit, Leguane gehäutet, Person in Not geholfen, Präriemon gesammelt. Also, Präriemon können wir noch eben sammeln, denke ich. Auch zur Schwarzbrennerei. Hier ist mal nix. Ich glaube, der wächst da hinten irgendwo. Das ist, da werden wir ja auch fünf Pflänzchen finden. Man fährt sich hier mal so. Bequemt. Ja, also ihr seht, wenn man sich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, großen Plan macht, aber manchmal hat man ja Glück, dass die Aufgaben wirklich so sind, dass wenn man das eine macht, schon die andere mit erledigt ist. So, und da hinten, meine ich, wächst ja irgendwo Prärien. Die Zeit haben wir jetzt ja noch, oder? Das ist Möhre. Die Johannisbeere hier. Kann sich nur um Stunden handeln. Noch
mal Johannisbeere. Muss doch hier irgendwo sein. Schon mal drei Pflänzchen hier. Und da sind noch zwei. Dann haben wir die Sache erledigt. Lässt man ja nicht liegen, da 0,2. Ja, dann können wir jetzt entspannt nach Hause reisen, oder? Die Leguane, ja gut. Vielleicht mache ich die irgendwann heute noch mal im Laufe des Tages, aber... Das muss ja nicht sein. Was haben wir jetzt? 36 Minuten, fast 37 Minuten. So. Das war die Folge am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.